Servus, grüß Gott, moin, gude, herzlich willkommen auf unserem Kanal. So, heute widmen wir uns einem ganz dunklen Kapitel deutscher Marinegeschichte. Auf der einen Seite die brutale NS-Diktatur, auf der anderen Seite ein aufrechter deutscher Seeoffizier, der von den beiden Großadmiralen fallen gelassen wurde und auch von seinen Crewkameraden keine Unterstützung erhielt. Zuerst bin ich in dem Buch des Freiherrn von Müllenheim-Rechberg auf diesen aufrechten Kapitän zur See, AD Günther Pagen, gestoßen. Ich fand seinen Lebensweg so bemerkenswert und so tragisch, dass wir uns entschieden haben, heute ein Video darüber zu machen. Los geht's! Günther Pagen wurde am 29. August 1880 in Berlin als einer von 5 Söhnen des Vizeadmiral Karl Heinrich Theodor Pagen geboren. Seine Mutter war die älteste Tochter des Konteradmirals Johann Otto Donner. Mit dieser elterlichen Vorbelastung ist es nicht verwunderlich, dass er 1898 in die Kaiserliche Marine als Seekadett eintrat. Ein Jahr später finden wir ihn auf einem Schulschiff der Kreuzer Fregatte Moltke wieder. Wenige Jahre später, Pagen war inzwischen Offizier, diente er vornehmlich auf schweren Schiffen. Schon damals muss er sich voll und ganz auf seine Lieblingswaffe, die Artillerie, fokussiert haben. Einzelne Stationen seiner Laufbahn waren das Linienschiff Kaiser Friedrich III., das Küstenpanzerschiff Frithjof und danach die Linienschiffe Braunschweig, Wettin und Schwaben. Im April 1916 äußerte Korvettenkapitän Pagen, der erste Artillerieoffizier des Schlachtkreuzers Lützow, unter dem Widerspruch anderer Offiziere, dass die Berichte der Briten richtig und die der Deutschen gefärbt waren. Schon damals wusste er als einziger von dem aussichtslosen Kampf und ahnte, dass Deutschland den Krieg verlieren würde. Vom 31. Mai 1916 bis zum 1. Juni 1916 fand die größte Seeschlacht des Ersten Weltkrieges statt. Korvettenkapitän Pagen erlebte sie als erster Artillerieoffizier, 1AO, auf dem Schlachtkreuzer Lützow, dem Flaggschiff des Befehlshabers der Aufklärungsstreitkräfte, Vizeadmiral Hipper. Später schrieb er, Zitat, »Der Skagerrak-Tag auf Lützow stellte den Höhepunkt meiner maritimen und artilleristischen Laufbahn dar. Mit dem Schiff und seiner Besatzung verbinden mich Erinnerungen an eine große und schöne Arbeit im Dienst der geliebten Waffe. In die Gefechtsbereitschaft dieses Schiffes habe ich alles das gewendet, was mir Dienst und Studium an Wissen und Können gegeben hatten.« Zitat Ende. Konkret hieß das, Pagen verbesserte und konstruierte selbst technische Geräte, um das Schießen der Artillerie zu optimieren. So den um 1908 entstandenen EU-Anzeiger. Der Apparat diente zur Ermittlung des Entfernungsunterschiedes pro Minute. EU. Er war sozusagen eine Darstellung der Gefechtslage, bei der die Geschwindigkeiten durch Strecken dargestellt wurden. Man stellte an ihm zuerst die eigene Fahrt ein, dann schätzte man die Geschwindigkeit und den Kurs des Gegners und stellte diese ebenfalls ein. Man konnte dann den Entfernungsunterschied ohne jedes Rechnen an einer in Zielrichtung stehenden Schiene am EU-Anzeiger ablesen. Die Geräte befanden sich an den verschiedensten Stellen der weit verzweigten Artillerieanlage im Schiff. Während der Skagerrak-Schlacht beschoss Korvettenkapitän Pagen am Nachmittag des 31. Mai 1916 erfolgreich den britischen Schlachtkreuzer Lion, der nur knapp dem Untergang entging. Gemeinsam mit dem Schlachtkreuzer Derfflinger wurde um 19.33 Uhr der britische Schlachtkreuzer Invincible versenkt, der in die Luft flog. Von der 1037 Mann starken Besatzung konnten nur 6 Überlebende aufgefischt werden. Aber auch Lützow hatte in den vorangegangenen Gefechten schwer gelitten und verließ um 19.47 Uhr die Linie. Im Laufe des Abends erhöhte sich der Tiefgang vorn ständig. Es wurde versucht, das Schiff über das Heck zu steuern. Weiterer Wassereinbruch ließ den Tiefgang vorn auf über 17 Meter steigen. Die Schrauben ragten bereits weit aus dem Wasser heraus. Die Geschwindigkeit betrug nur noch zwischen 3 und 5 Knoten. Die Lenzmittel konnten das Schiff nicht halten. Es bestand die Gefahr des Kenterns.
Nach Berechnungen befanden sich rund 8.300 Tonnen Wasser im Schiff. Um 2.45 Uhr am kommenden Morgen wurde die Besatzung von den Torpedobooten G37, G38, G40 und V45 übernommen. Paschen erinnerte sich, Zitat, als wir mit dem letzten Boot ablegten, sah ich das Schiff folgendermaßen, Turm A unter Wasser, B als Insel, Zitat Ende. Nach Übernahme der Männer versenkte G38 den Schlachtkreuzer auf Befehl des Lützow-Kommandanten mit 2 Torpedos. Mit dem Schiff versanken 115 im Kampf gefallene Soldaten. Bereits mit dem 1. Juni 1916 wurde Korvettenkapitän Paschen als erster Artillerieoffizier auf das Linienschiff Baden, die neueste und stärkste Einheit der Hochseeflotte mit 8 38 cm Geschützen, kommandiert. Von April bis Juni 1917 war er Kommandeur der 2. Abteilung der 1. Werftdivision, um im Anschluss bis August des gleichen Jahres Kommandant des Linienschiffes Braunschweig zu werden. Danach führte er nacheinander als Kommandant das Linienschiff Schlesien und das Kanonenboot Panther bis Anfang Dezember 1917. Auf Panther war er gleichzeitig ältester Befehlshaber der Bewachungsstreitkräfte im kleinen Belt. Es folgte bis August 1918 die Zeit als Abteilungskommandeur der Matrosenartillerieabteilung auf den Baltischen Inseln und danach bis Kriegsende ein Posten als Adjutant im Stab des Befehlshabers der Baltischen Gewässer. Im folgenden Jahr war der Seeoffizier vom 25. April bis zum 1. Mai 1919 der Hafenkapitän von Libau, um die Marine dann am 7. November 1919 zu verlassen. Ab 1926 Ergänzungsoffizier finden wir ihn als Lehrer an der Marineschule Mürwik für die Fächer Artillerie und Englisch wieder. Mit einer Engländerin verheiratet, sprach und beherrschte er ein perfektes Oxford-Englisch. Für die jungen Fähnrische war er mit seiner hochgewachsenen Gestalt, dem von Geist und Willen beseelten Gesicht eine sofort beeindruckende Persönlichkeit. Sein engagierter Unterricht im Hörsaal über seine Lieblingswaffe begann stets gleich. Am Anfang stellte er die unterschiedlichen Granatformen vor, nannte Gründe für das gezogene Rohr und zum Ende hin erklärte er den Aufbau eines schweren Geschützturmes, der letzten Schlachtkreuzer der kaiserlichen Marine. Gerne brachte er noch seine Animosität gegen die aufstrebende Torpedowaffe zum Ausdruck. Gemeinsam mit seinem Assistenten Herrn Bunge führte er häufig praktische ballistische Demonstrationen auf den Rasenflächen der Schule durch. Gerne schilderte er seine Erfahrungen aus der Skagerrakschlacht und verschwieg auch eigene Fehler und Versäumnisse nicht. So hatte Paschen fast die meiste Zeit mit Sprenggranaten anstatt der üblichen Panzersprenggranaten auf HMS Lion geschossen, was die Durchschlagskraft verringerte. Einem aufmerksamen Fähnrich fiel auf, dass seine Stimme dann ein Zittern bekam, ob der dadurch verpassten Gelegenheit, die Briten um ein weiteres Großkampfschiff gebracht zu haben. 10 Jahre nach der Skagerrakschlacht hatte er das Thema noch immer nicht für sich abgeschlossen, obwohl er nach Einschätzung britischer Historiker einer der fähigsten Artillerieoffiziere aller beteiligten Großkampfschiffe war, stand er seinen eigenen damaligen Leistungen kritisch gegenüber. 1926 schrieb er an die Marine-Rundschau, Zitat, mein Kummer ist noch heute, dass ich in der ersten Stunde der Schlacht aufgrund der allgemeinen Anweisungen und bestärkt durch die mir kurz vorher erteilten Ratschläge von maßgebender Seite keine Panzergeschosse, Klammer, Panzersprenggranaten, verfeuert habe, sondern brisante Granaten. Lion und sein Admiral hätten sie wohl sonst kaum überlebt. Zitat Ende. 1936 wurde Günter Paschen als charakterisierter Kapitän zur See in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Den Nationalsozialismus hatte er von Beginn an in seiner Verlogenheit durchschaut. Seine Gegnerschaft gegen das Regime war öffentlich hinreichend bekannt. Er verurteilte die antijüdische Politik. Paschen machte 1939 keinen Hehl daraus, dass ihm der von Hitler entfachte Krieg nicht behagte. Den Kampf gegen Großbritannien hielt er für ein nationales Unglück.
Er hatte aus den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges gelernt. Die Vorstellung von Großadmiral Dönitz über die Möglichkeiten des U-Boot-Krieges hielt er für unrealistisch. Ende August 1943 ließ er zwei unbekannte Dänen in sein Flensburger Haus, die angeblich ein Zimmer bei ihm mieten wollten. Tatsächlich waren es NS-Agents Provocateurs, die ihn in verfängliche Gespräche verwickeln sollten. Paschen glaubte nicht mehr an einen deutschen Sieg und die Wunderwaffen des Führers hielt er für einen Propagandabluff. Auch plädierte er für die Rückgabe von Schleswig an Dänemark. Einer der Dänen wiederholte diese Äußerungen gegenüber einer Marinehelferin, die den Pensionär denunzierte. Das Ehepaar Paschen wurde festgenommen. Er kam ins Untersuchungsgefängnis Moabit nach Berlin. Seine Gattin wurde in Sippenhaft genommen. Am 18. Oktober 1943 wurde Paschen vom Volksgerichtshof unter dem Vorsitz von Roland Freisler wegen Zersetzung der Wehrkraft nach § 5 Kriegssonderstrafrechtsverordnung vom 17. August 1938 zum Tode verurteilt. Der Schauprozess fand vor 800 ausgesuchten Marinekadetten statt und endete mit dem Urteil, Zitat, wir alle wollen mit Recht mit einem solchen ehrlosen Verräter nichts mehr zu tun haben. Zitat Ende. Die beiden Großadmirale Raeder und Dönitz taten nichts zu seiner Unterstützung. Auch von seinen Crewkameraden erhielt er keine Hilfe. Paschen lehnte es ab, ein Gnadengesuch für sich zu stellen, nachdem er am Tag vor der Hauptverhandlung vergeblich versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Er starb am 8. November 1943 im Zuchthaus Brandenburg-Görden durch das Fallbeil. Sein letzter Wunsch nach einer christlichen Beerdigung seines Leichnams in Flensburg ging nicht in Erfüllung. Die Leiche wurde kurz nach der Hinrichtung eingeäschert und die Urne auf dem Friedhof von Brandenburg an der Havel beigesetzt. Seine Gattin kehrte Anfang Dezember 1943 alleine nach Flensburg zurück. Günther Paschen war ein aufrechter Mann mit starkem Charakter, dabei ein aufgeklärter und kritischer Patriot. Im Grunde seines Herzens ein Individualist und ein Mann des offenen Wortes, der gradlinig an seiner Grundeinstellung festhielt, auch in gefährlichen Zeiten. Seine Tochter sagte über ihn, Zitat, mein Vater sah viel, wusste viel, aber er trug sein Herz auf der Zunge. Zitat Ende. Wir hoffen, euch hat der Beitrag gefallen und ihr habt noch einiges Neues dazu gelernt. Anmerkungen, Kritik, Verbesserungen, Korrekturen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sagen danke, tschüss und servus, bis zum nächsten Mal, euer Marinekalender.